Hi ihr Lieben, mein Name ist Steffi und ihr seht hier gerade mein erstes YouTube-Video oder der Versuch eines ersten Videos. Und ja, einige kennen mich vielleicht als Devily Crochet. Unter diesem Namen habe ich im April letzten Jahres mein eigenes kleines Unternehmen gegründet und ich verkaufe alle möglichen Auftragsarbeiten, was so mit Handarbeiten zu tun hat. Amigurumi-Tücher, gehäkelt, gestrickt, genähte Hosen, T-Shirts, alles Mögliche. Und ich dachte mir, nachdem ich heute einen Podcast von der lieben Jennifer Ruschinski, J-Rush Strickdesign gesehen habe, dass ich sie auch mal ausprobieren könnte, wie es so ist, YouTube-Videos zu drehen und euch ein bisschen an meinen Projekten teilhaben zu lassen und das auch genau wie sie ein bisschen dazu zu nutzen, mir selber in den Hintern zu treten, damit ich nicht ganz so viele WIPs rumliegen habe. Also Work in Progress, Uhus und fertige Objekte, wie auch immer man das nennen will. Ja, liebe Jennifer hatte dann heute auch ihren ersten Podcast hochgeladen und wie gesagt, es hat mir sehr gut gefallen und sie hatte irgendwie 24 Projekte, ganz so viele sind es, glaube ich, bei mir nicht. Und ja, ich weiß nicht, was könnte ich noch über mich erzählen? Ja, ich komme aus Berlin, glücklich vergeben, Mama von einem kleinen Sohn, der jetzt 2¼ Jahre alt ist und ich häkel, stricke, knüpfe, perle, nähe, kreiere Sachen mit Fimo, also alles, was so handarbeitsmäßig machbar ist, mache ich eigentlich ganz gerne und bin auch immer wieder aufgeschlossen für neue Sachen. So war ich vor ein paar Wochen mit einer lieben Bekannten auf der Leipziger Wollmesse und habe dort eine ihrer Bekannten kennengelernt und die hatte eine Handspindel dabei oder beziehungsweise hat sich eine neue gekauft, eine kleine Handspindel und spann dann so ein Kammzug vor sich hin so ein bisschen und ich dachte so, nee, den Quatsch, damit brauchst du gar nicht anfangen. Du hast vor kurzem erst angefangen, deine Wolle selber zu färben, damit fangen wir jetzt gar nicht an. Ja. Dieser Vorsatz hat genau 2 Wochen gehalten. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin im Besitz von einer ganz einfachen Handspindel. Viel habe ich noch nicht gesponnen. Erinnert auch eher an Regenwürmchen, würde ich sagen. Ja, nicht ganz. Also nicht wie in einem anderen Video erzählt. Schwangere Regenwürmer, bei mir sind es ganz normale Regenwürmer, aber ich übe. Ich habe zwar nicht so viel Zeit dafür, weil man das irgendwie doch nicht so weglegen kann, wie jetzt mal eine Häkel- oder eine Strickarbeit. Habe auch noch einiges an Wolle. Das war ein Starterpaket. Also es war schon, die Wolle war schon zu dieser Handspindel mit dazu. Und ja, da ich ja jetzt keine Vergleiche habe, wie das so mit anderen Handspindeln und anderer Wolle ist, kann ich nur sagen, es funktioniert. Und mal schauen, ob ich das weiterverfolge, weitermache oder nicht. Ich habe ja mal den Wunsch oder ich habe die Idee, mal die Katzenwolle, also die Haare meiner Katzen, die Unterhaare zu verspinnen. Ich habe wir haben zwei reinrassige norwegische Waldkatzen, die hier vielleicht auch mal zwischendurch durchs Bild hopsen werden. Und deren Unterwolle eignet sich super zum Spinnen. Also die verfilzt leicht, die lässt sich in Form zupfen, die ist super. Und ja, wie gesagt, ich habe mir in den Kopf gesetzt, die Katzenwolle dann irgendwann mal zu verspinnen oder zumindest teilweise und meiner Schwester dann irgendwas draus zu häkeln oder zu stricken. Und wenn es nur so ein ganz kleiner Schlüsselanhänger ist, weil die ist so verrückt nach meinen Katzen und ist immer so traurig, wenn sie wieder los muss und die Katzen dann hier lassen muss, dass ich ihr damit einfach eine kleine Freude machen will. Ja. Das war eigentlich schon mein Spinnprojekt. Gefärbte Wolle habe ich einige hier, die jetzt noch verstrickt werden muss.
Die habe ich jetzt gerade nicht bei der Hand. Ist vielleicht was fürs nächste Video. Ja, doch, fürs nächste Video. Und dann zeige ich euch mal ansonsten meine Projekte. Dann fangen wir vielleicht an mit meinen Strickprojekten. Dazu muss man sagen, ich habe bei mir auf Arbeit zum Stricken in der Mittagspause auch noch ein Strickprojekt. Und zwar Socken in hell-lila, hell-blau handgefärbten Garn. Nicht von mir handgefärbt, von jemand anderem. Ich weiß auch leider nicht von wem, weil ich das mal aus einer Restekiste gekauft habe. Aber es ist total, total schön. Und falls ich ein Foto finde, dann werde ich das mal hier einblenden, wenn ich weiß, wie das funktioniert. Jetzt hat sich natürlich hier die Wolle schön ineinander verfriemelt. Aber hier habe ich ein Projekt. Das ist zurzeit mein liebstes Strickprojekt. Das ist sechsfach Sockenwolle in verschiedenen Grüntönen vom Oranienburger Wollfärbeduo. Die habe ich auf dem Oranienburger Weihnachtsmarkt gekauft. Da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Und ich stricke die mit diesen, mit den Prüm Ergonomics in Nadelstärke 4. Das sind diese ganz neuen Nadeln, die einen dreieckigen Griff haben und dann hier eine, so ein bisschen so eine Spitzenform. Ich versuche mal ein bisschen die Lampe, die ich hier hinten zu stehen habe, abzudunkeln. Da sieht man vielleicht diese Tropfenform. Dadurch gleiten die Maschen wirklich super über die Nadeln und ja, ich finde die toll. Und ja, die sind flexibel. Ich möchte die jetzt nicht zu doll knicken, weil ich auf der Wollmesse erfahren habe, wenn man die zu doll knickt, dann brechen sie auch. Aber wie gesagt, ich finde die toll. Ich warte auch noch auf ein paar andere. Ich habe bei der Wolldealerin meines Vertrauens, die ist bei Facebook zu finden unter Tinas Strickcafé. Nicht wundern, wenn ich hier mal links und rechts an der Kamera vorbeigucke. Meine Katerchen, die spielen mit Wolle und Fusseln und allem Möglichen, was hier rumliegt, und deshalb muss ich da öfter mal hingucken. Genau, meine Wolldealerin ist zu finden unter Tinas Wolllädchen. Das ist die Mama von einer lieben Bekannten von mir. Die hat ihren eigenen kleinen Wollladen in Berlin-Tempelhof in der Rathausstraße 95 oder so. Auf jeden Fall nahe dem Ullstein-Haus. Und den Laden kann ich euch echt nur empfehlen. Die hat super Sockenwolle, also handgefärbte Sockenwolle, alle möglichen Garne von Katja, Farbverlaufs Bobbelchen, fast ohne Ende, super Beratung, super nette, herzliche Frau, echt toll. Naja, die hat mir auf jeden Fall diese Nadeln hier bestellt und hat auch noch bestellt ein paar Sockenstricknadeln in Größe 2,5, aber auf der Leipziger Wollmesse habe ich erfahren, Lieferschwierigkeiten, könnte erst im Herbst diesen Jahres etwas werden. Gut, muss ich warten. Und dann habe ich noch bestellt Rundstricknadeln in, oh, lasst mich lügen, 3,5. Genau. Auf die warte ich auch noch. Und warum warte ich auf die? Weil ich gerne mein anderes Strickprojekt mit denen gerne weiterführen würde. Und zwar ist das ein Wunsch meines Freundes. Er wünscht sich einen Schal. Das sind sogar Vierernadeln. Dann kann ich mir noch ein paar Nadeln kaufen. Vierer Rundstricknadeln. Genau. Und zwar für diesen Schal. Mein Freund wünscht sich einen Schal. Kann jemand erraten, welchen Verein er favorisiert? Dortmund. Okay, über Geschmack lässt sich streiten, aber ich bin schon froh. Normalerweise soll ich ihn immer in Ruhe lassen mit meinem Handarbeitskram, aber ja, vor Weihnachten, ich glaube im November, Mitte November, meint er, Schatz, strickst du mir auch mal bitte was, ein Schal in Schwarz-Gelb? Ja, ich bin dann rumgerannt, hab Wolle gesucht und gesucht und gesucht und mal schön die Probe gemacht, es ist schön kuschelig, kratzt sie.
weil ich da sehr, sehr empfindlich bin, mein Freund eher nicht so. Deshalb, für mich wäre diese Wolle jetzt noch nicht so ideal, aber er findet sie toll. Und zwar ist das die, ja, wie wir sehen, sehen wir nicht. Also, eh gespielt. Die Katja Merino Classic. Pure Merino Wool, super wasch ausgestattet. 240 Meter auf 100 Gramm. Nadelstärke 3,5 bis 4. Und ja, eben in Gelb und Schwarz. Weit bin ich nicht gekommen, weil ich einfach festgestellt habe, wenn es draußen dunkel ist und wir ja auch nicht die allerbeste Beleuchtung haben, deshalb habe ich auch meine Tageslichtlampe vor meinem Schminktisch hingestellt für das Video. Also wenn wir hier nicht die beste Beleuchtung haben, dann stricken sich schwarze Maschen eher bescheiden. Und deshalb liegt dieses Strickprojekt jetzt ein bisschen brach, bis es länger hell draußen ist, schöner hell draußen ist und vor allem, bis ich meine neuen Nadeln habe. Mein drittes und letztes Strickprojekt, was ich hier zu Hause habe. Wie gesagt, auf Arbeit habe ich noch ein paar Socken. Sind hier auch wieder Socken. Die Wolle habe ich selber gefärbt. Das ist so ein türkisblau-lila. Und das sind meine ersten Toe-Up-Socken. Und die habe ich mit meinem bisher wirklich heiß und innig geliebten Xing-Nadelspielen gestrickt. Ich glaube, ich habe diese Xing-Nadeln in Größe, das sind 15 cm lange Nadeln, in Größe 2,5. Ich glaube, ich habe die von 2,0 bis 12 oder 13, fast alle Stärken in 15 und 20 cm Nadeln, einfach weil ich diese Nadeln so klasse finde. Ich komme mit denen einfach echt gut zurecht und auch deutlich besser als mit Holznadeln. Also ich kann mit Bambusnadeln oder so eigentlich irgendwie gar nichts anfangen. Wieder meine ersten Toe-Up-Socken und hier bin ich schon beim Schaft. Ich bin auch schon ziemlich stolz, dass die mir so gut gelungen sind mit Propellerspitze und Ferse aus verkürzten Reihen. Und das finde ich auch eine super Erfindung von Knit Pro. Zwar nicht die beste Qualität, weil aus Pappe, aber man kann super sein Strickstück transportieren, ohne Nadeln, Maschen oder sonstiges zu verlieren. Einfach super. Ja, das waren meine Strickprojekte. Muss mich immer ein bisschen aus dem Bild rausbewegen, weil ich das alles nicht im Bild liegen haben wollte. Ja, mein Pony macht oder meine Haare machen auch wieder was sie wollen. Aber egal. Weiter geht's mit meinen Häkelprojekten. Ja, Herzensprojekt, was eigentlich schon fertig sein sollte zu Ostern. Ein Lalülala Seepferdchen. Da hat mein Laptop einfach beschlossen, ich höre mal auf aufzunehmen. Gut. Ich habe die Zeit gerade genutzt und habe mal versucht, ein bisschen an der Beleuchtung rumzuspielen, aber leider hat das nicht so funktioniert, denn wenn ich die Lampe verstelle, ich sehe genau in die Lampe geguckt und sehe nur noch Sternchen, wenn ich die Lampe verstelle oder ausmache, dann ja, ist die Bildqualität einfach nur richtig schlecht. Also müsst ihr jetzt damit leben, dass die Sachen vielleicht ein bisschen unscharf und überbelichtet sind, wenn ich die zeige. Ja. Wo waren wir? Genau. Ein Lalülala-Seepferdchen und ich weiß gar nicht, warum ich eben so traurig geguckt habe. Ich finde es wirklich süß. Das Kind davon, von Sepp, so heißt der, das hat meine Schwester schon zu Ostern geschenkt bekommen. Sepp fehlen jetzt noch die Ärmchen, die Kopfflossen. Öhrchen hat er ja, glaube ich, nicht. Kopfflossen. Der Kamm und noch der Beutel. Im Gegensatz zu den anderen Lalülalas, die ich bisher gemacht habe, ich mache die nämlich wirklich gerne, hat der mich echt Nerven gekostet, weil der mit Kettmaschen und halben Stäbchen gemacht wird und das ist einfach nur, oh! Aber gut, ist ein Herzensprojekt und der muss bis Mitte Mai fertig werden, weil dann habe ich den auf jeden Fall meiner Schwester versprochen und möchte gerne meine Versprechen halten. Ups, raus aus dem Bild. So, was haben wir denn dann als nächstes? Ah! Ich habe doch noch ein Strickprojekt. Total vergessen, weil eigentlich wahrscheinlich
existiert dieses Projekt auch nicht mehr lange, weil ich es ribbeln werde. Was mir einfach nicht so wirklich gefällt. Das ist eine ein Lace-Garn. Zusammensetzung weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. 700 Meter auf 100 Gramm habe ich auch gekauft auf dem Weihnachtsmarkt von Oranienburger Wollfärbedu. Sieht man jetzt nicht so schön die Farben. Das sind so verschiedene, oder es ist so ein richtig krasses Giftgrün mit ein bisschen gedeckteren Graugrün. Und daraus wollte ich eigentlich, man sieht wieder meine Liebe zu den Xing-Nadeln von Knit Pro. Das hier sind Stärke 3,5. Damit wollte ich eigentlich nach einem YouTube-Video einen Sommer-Fledermaus-Pulli stricken. Sieht man jetzt wieder nicht so gut. Das ist so ein bisschen gestreift. Und ja, das sind glaube ich 75 Reihen. 75 Reihen. 75, lasst euch das echt mal auf der Zunge zergehen und man sieht so gut wie nichts. Es geht nicht voran. Es macht keinen Spaß. Ich bin jemand, ich brauche Erfolge oder extreme Langeweile. Also Erfolge, schnelle Erfolge oder extreme Langeweile, um ja, das weiterzumachen. Ja, schade wär's, weil eben doch schon einiges an Zeit drin steckt und auch an Berechnung. Da, so, naja, so ein bisschen sieht man. Mit Zeichnungen und Maschen ausgerechnet und berechnet und eingezeichnet und geändert und ach, ausgemessen. Bis ich zufrieden war mit dem, was rauskommen sollte. Ja, und jetzt zieht sich das Stricken so extrem und jetzt habe ich irgendwie keine Lust. Aber vielleicht nehme ich das am 20. Mai mit. Da ist nämlich eine Handarbeitsfahrt auf dem Dampfer oder auf einem Dampfer von Tegel nach Potsdam. Und mit Aufenthalt in Potsdam und dann geht es abends oder nachmittags wieder zurück nach Tegel. Und vielleicht ist das ein ganz gutes Projekt, wenn man quatscht. Einfach nur rechts hin, rechts zurück. Ich werde es mal noch nicht ribbeln, ich werde es mal noch ein bisschen aufheben. So, das war jetzt aber wirklich das letzte gestrickte Stück. Dann kommen wir zu den nächsten gehäkelten Sachen. Auch ein UFO, also man sieht, ich nutze gerne solche Zipperbeutel oder Frischhaltebeutel. Da kommen meine Katzen nicht ran, die haben nämlich meine Wolle zum Fressen gern. Egal welche Zusammensetzung, egal was es ist. Die beißen mir einfach die Wolle durch und fressen die und verschlucken die und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist ein Tuch. Oder es wird ein Tuch. Ich bin gerade, wie man sieht, bei einem Farbwechsel angelangt. Das wird das Edliotia oder Edliotta oder Edliotia, keine Ahnung, wie man das ausspricht, von der Jasmin Rezan. Und ja, eigentlich echt ein Wunsch von mir, das bald mal fertigzustellen, weil ich auch den Bobbel so toll finde. Der ist von der Bobbelwelt. Das sind 1000 Meter dreifädig. Rot, hellblau, dunkelblau Farbverlauf. Ich liebe diesen Farbverlauf und ich liebe auch diese Bobbel von der Bobbelwelt. Ehemals MT Ideenwelt, auch zu finden auf Facebook. Und ja, das Problem, warum ich nicht hier mit weiterarbeite, ist, ich habe momentan nicht wirklich die Zeit und die Muße, mich extrem zu konzentrieren. Und bei diesem Muster, so schön wie es ist, muss man sich extrem konzentrieren, sonst kommt man raus. Ich habe das auf einem Stricktreffen angefangen, Strickhäkeltreffen angefangen zu häkeln und musste 6-mal aufribbeln und dann habe ich es zur Seite gepackt, weil ich mir klar geworden bin, das ist nichts zum Häkeln, wenn man quatschen will. Und ich quatsche für mein Leben gerne auf diesen Treffen. Manchmal, wenn ich mit meinem Sohn da bin, komme ich gar nicht zum Häkeln oder Stricken, dann quatsche ich nur, trinke Kaffee, esse Kuchen, genieße meine Zeit und gut ist. Häkeln tue ich übrigens zurzeit am liebsten mit den Knit Pro Waves. Das ist die Stärke 4.
für dieses Tuch habe ich die 4 benutzt. Ich meine natürlich was, was man nicht machen soll, seine Häkelnadel in den Bobbel stecken. Fabriziert Wollkotze. Das wird lieber wieder raus. Und eintüten. Das Lustige an den Knit Pro Waves ist, meine Lieblingsnadel oder die, mit der ich am allermeisten häkel, eben meine Amigurumi, das ist eine 2,5er Nadel und nach ein paar Mal benutzen hat sich die Beschichtung abgelöst. Die fässt sich jetzt leider nicht mehr so schön griffig, gummiartig an, sondern wie pures Plastik. Und an Knit Pro habe ich mich gewarnt und gemeint, oh, hören wir zum ersten Mal, können wir nichts machen, tut uns leid. Wenden Sie sich an den Verkäufer, wo Sie es gekauft haben. Wir können die Nadel nicht austauschen, da wir nur an Händler verkaufen und nicht an Endkunden. Okay, hin und her mit meinem Amazon-Händler und im Endeffekt hat er mir dann das Geld zurücküberwiesen für diese eine Nadel. Ich hatte die Nadel im Set mit 18 weiteren Größen gekauft. Auf jeden Fall bei meiner 2,5er hat sich bis hier ungefähr, von hier bis hier, die Beschichtung abgelöst. Man kann mit häkeln, aber die fässt sich nicht mehr so schön an. Also werde ich die wahrscheinlich nochmal nachkaufen und hoffen, dass ich ein Montagsprodukt erwischt hatte. Diese Nadel übrigens lustigerweise farblich passend zum Garn. Gehört zu meinem Projekt, was ich heute Abend oder spätestens morgen beenden werde. Und zwar ist das die Tasco Light Tunica von der Christiane Brackhagen. Aus einer Facebook-Gruppe. Coole Klamotten für starke Persönlichkeiten. Ist halt in so einem schönen Grünverlauf und die wird jetzt bald fertig. Ist mir ein bisschen weit, weil es meine erste gehäkelte Tunika ist. Habe ich mich direkt komplett ans Muster gehalten und ja, die Größe war für eine 40 bis 44 und das ist ein bisschen zu groß. Ein bisschen. Mache ich dann demnächst kleiner. Ja. Ich habe zwei komplette Farbwechsel oder Fadenwechsel komplett irgendwie verpennt. Aber den nächsten bekomme ich mit und ich freue mich immer tierisch, wenn ich so die kleinen Knötchen fühle. Ja, eine neue Farbe. So, kommen wir auch schon zum letzten Projekt, Häkelprojekt, was ich hier habe. Und zwar ist das daraus entstanden, dass ich, als ich ungefähr die Hälfte von dieser Tasco Light Tunica fertig hatte, mir überlegte, da bleiben ja noch ungefähr 30, 40 Gramm übrig. Was mache ich denn damit? Wegwerfen ist zu schade. Für einen Schal zu wenig. Denk. Und dann ist mir eingefallen, eine Freundin von mir bekommt demnächst, in ein paar Monaten, ein kleines Mädchen. Und ich hatte sie gefragt, ob ich das kleine Wesen denn bestricken und behäkeln und benähen darf, weil ich ja nur einen kleinen Jungen habe, der natürlich auch vor allem benäht wird von mir mit Mützen und Hosen und allem möglichen Kram. Aber im Kleidchen, so kleine süße Kleidchen, ja, die kann ich ihm oder will ich ihm natürlich jetzt nicht anziehen. Und auf jeden Fall habe ich auf Facebook immer wieder diese tollen Kleider gesehen, mit einem gehäkelten Oberteil und dann einem angenähten Rockteil aus Stoff. Die Regina Schwarzfurtner von Handmade by Regina, glaube ich, heißt sie. Die zeigt ganz oft diese Kleidchen und ich fand die einfach nur so süß. Und ja, habe da mal ein bisschen gegoogelt und nicht wirklich was gefunden, was mich jetzt so zufriedengestellt hat. Und dann dachte ich mir, okay, kann ja nicht so schwer sein. Nimmst du das Tasco Light Tunica Muster, wandelst das ein bisschen ab und machst das für kleine Mädchen, kleine Kinder. Und ja, herausgekommen, soweit bin ich jetzt. Ich habe das nämlich mit einem anderen Bobbel jetzt erstmal probiert. Das sollte so 0 bis 3 Monate sein. Da würde jetzt noch kommen, dass die Arme geschlossen werden, ein kleines Stück runtergehäkelt. Und dann wird ein Rock angenäht. Und das ist sozusagen mein Probestück. Der Bobbel ist von Rappelbobbel.
Das sind 1000 Meter dreifädig 100% Hochbauschacryl. Die Nicole Krötzinger, die Inhaberin von Rappelboppel, ist wirklich eine echt Liebe. Mit der hatte ich ja, einen guten Kontakt, als ich einen Bobbel bestellt habe. Nicht den hier. Ich hatte einen bestellt à la Grinsekatze von Alice im Wunderland. Also die neue Version, die Tim Burton Version mit dem Türkis und Grau. Und die hatten mir diesen Bobbel so toll gewickelt und die Farben waren einfach nur der Hammer. Und ich habe da draußen Stellina gehäkelt. Ich versuche mal ein Foto einzublenden, ansonsten auf meinem Blog. Findet man da das Bild oder Bilder und die Blogadresse und alle anderen Adressen, wo man mich auf Facebook, Instagram und sonst wo findet, werde ich in der Box hier unten verlinken und euch angeben. Auf jeden Fall hat die mir diesen Bobbel toll gewickelt. Ich habe mir einen Stellina daraus gehäkelt nach einer YouTube-Anleitung und das im Türkei-Urlaub. 30 Grad im Schatten und Steffi sitzt am Strand und häkelt, wie die anderen Leute meinten, eine Decke. Okay, sie haben nicht gesagt, sie häkelt eine Decke, sondern guck mal, Erwin, die strickt eine Decke im Sommer. War ein Schultertuch, ist toll geworden, zum Überlegen, wenn man Sachen anhat. Ich persönlich habe für mich festgestellt, 100% Hochbauschacryl möchte ich nicht auf der Haut tragen. Das ist nichts für mich, da fühle ich mich nicht so mit wohl. Da sind mir die von Bobbelwelt, die Bobbel von der Struktur her lieber. Das ist 50% Acryl, 50% Baumwolle. Und demnächst möchte ich auch mal welche ausprobieren mit, ich weiß gar nicht, ob die mit Merino sind oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall nochmal ein bisschen teurer wahrscheinlich und weicher. Möchte ich einfach mal ausprobieren, wie die so sind. Ja, das waren dann eigentlich meine Projekte, glaube ich, die ich hier habe. Ich nehme mal lieber meine Hose wieder aus dem Bild. So eine zerrissene Used Optik Jeans und sieht jetzt nicht so prickelnd aus hier in der Kamera. Auf Arbeit habe ich noch ein Projekt angefangen oder liegen für eine liebe Freundin. Das ist eine Lalulala-Puppe und zwar Karl, der Kaktus. Den möchte sie haben und danach auch noch Loni, den Löwen. Sie hat schon von mir ein Totoro-inspired Tierchen, Lalulala-Tierchen, ein Paul, den Fliegenpilz, Paul-Pilz und Phoebe-Fuchs. Ich glaube, das sind die, die sie hat, genau. Und sie ist da auch totaler Fan und findet die toll und ja, Stammkundin. Denn wie gesagt, ich habe ja im April mein Business eröffnet, richtig mit Gewerbeschein und Finanzamtanmeldung und alles und Beschäftigung mit dem CE-Kennzeichen. Vielleicht für alle interessant, die Amigurumis oder anderes Spielzeug verkaufen in Europa. Müsst ihr SCE prüfen und das CE-Kennzeichen anbringen, ansonsten macht ihr euch strafbar. Die wenigsten wissen das, die meisten auf der Wanda und Co. verkaufen fröhlich ihre mit Catania oder Gründel Wolle gehäkelten Figuren. Dürft ihr nicht. Kann man euch anzeigen. Und dann, das Amor, kann man euch anzeigen und das ist nicht lustig, das wird teuer und ja, wer sich da mal ein bisschen einlesen will, es gibt eine super Gruppe auf Facebook, CE-Kennzeichen, mein Häkeltier möchte ein Zeichen setzen und da bekommt man ganz viele Informationen, welche DIN-Norm betroffen ist, die 71, DIN EN 71 und auch schon ein Materialverzeichnis, also für geeignetes Material, denn man darf eben nicht jede Wolle benutzen. Die Wolle, die man so im Handel zu kaufen bekommt, die ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt schädlich für Babys. Aber man darf sie nicht benutzen. Ökotex 100 reicht nicht aus. Da wurde jetzt auch, auf den neuen Banderolen steht auch nicht mehr drauf für Kinderspielzeug oder für Babyspielzeug, sondern nur noch Babybekleidung. Denn Sachen darf man damit häkeln und stricken, aber kein Spielzeug. Spielzeug unterliegt strengeren Richtlinien.
Und den Ökotext-Garn bzw. diesem Prüfverfahren Ökotext 100 fehlen ein paar Prüfungen, unter anderem auf zwei oder drei Schwermetalle und auch auf das Verhalten in Magensäure. Die werden nur getestet, ob sie speichelecht sind, aber sie müssen auch auf das Verhalten in Magensäure getestet sein. Ja, also man darf halt nur bestimmtes Material benutzen, was dann eben teurer wird. Und man muss auch Reiß-, Schlag- und Brandtest machen. Das ist alles nicht mal einfach, ich häkel was und verkauf's und schreib ran, nur für Dekozwecke. Seit 2012 nicht mehr erlaubt. Ich weiß, damit nerve ich jetzt wahrscheinlich einige und bin Besserwisser oder sonst was. Ich weise da auch Leute auf Märkten immer wieder drauf hin. Bisher habe ich noch niemanden angezeigt oder gemeldet oder sonst was, auch wenn es mein Recht wäre, weil es einfach wettbewerbswidrig ist, da alle gegen Gesetze verstoßen und aufgrund der fehlenden Prüfung günstigeres Material verwenden können, den Zeitaufwand nicht haben für die Prüfung und ja, dadurch günstiger anbieten können als ich. Aber ich habe davon nichts gewonnen. Ich bin der Meinung, die Leute kaufen dann nicht eher bei mir, nur weil ich irgendjemanden anschwärze oder anzeige. Ich erkläre es den Leuten lieber, weise darauf hin und wenn die dann was hören wollen, erkläre ich es ihnen und wenn nicht, dann nicht. Wenn die Menschen gut schlafen können, wenn sie wissen, sie verstoßen gegen Gesetze und gefährden die Gesundheit unserer Kleinsten, dann muss das jeder für sich selber wissen. Ich mache es nicht. Ich produziere ja, gesetzmäßig, gesetzestreu nach den ganzen Vorschriften. Hab meine Abnehmer. Mein Hobby finanziert sich sozusagen dadurch selbst. Ich will ja, will und kann dadurch nicht reich werden. Und ja, sehe es eher so, dass ich die Leute halt ein bisschen aufkläre, weil viele wissen es einfach noch nicht und sind froh, wenn sie es erfahren. Ja. Das war es dann auch erstmal von mir. Ich glaube, das ist ja auch genug für den ersten Podcast. Dann möchte hier mein kleiner Amor ja auch noch ein bisschen weiter beschmust werden. Adonis hat sich auf dem Kratzbaum niedergelassen. Und ja, ich habe mit meinen Projekten, glaube ich, jetzt noch eine Weile zu tun. Es kommen auch ständig neue, weil ich immer wieder irgendwas Neues sehe, was ich unbedingt machen möchte. Dann werde ich dieses Wochenende, morgen oder übermorgen, wahrscheinlich auch wieder neue Wolle färben. Ich habe hier eine ganz tolle Sockenwolle von Atelier Citron. Und zwar die Trekking gebleicht. Also eine fast rein weiße Wolle, auf der hoffentlich meine Farben richtig schön rauskommen. Und worauf ich mich auch ganz besonders freue, ich habe auch die Philly Silk von Atelier Citron hier. Und oh, ich freue mich so, diese. Ja, Wolle, Merino-Wolle mit Maulbeerseide ist das, 600 Meter auf 100 Gramm. Ich freue mich einfach, die zu färben. Ich habe da eine Idee, wie ich die färben möchte. Ich hoffe, es funktioniert auch so, wie ich mir das vorstelle. Und ja, wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Fragen, Verbesserungsvorschläge oder sonst was habt, lasst es mir gerne hier als Kommentar unter dem Video. Seid nicht zu hart. Mit mir. Das war mein erstes Video. Ich höre mich selber eigentlich nicht so gerne sprechen, aber da ich das bei anderen Leuten immer ganz interessant finde, wollte ich es jetzt halt selber ausprobieren und versuche das in unregelmäßigen Abständen, immer so wie ich es mit meinem kleinen Sohn schaffe und mit Haushalt und Arbeit und allem unter den Hut zu bringen, werde ich mal versuchen, ein paar neue Videos oder ein paar Videos hier zu posten und auch meine Fortschritte euch zu zeigen bei meinen Projekten oder auch meine Misserfolge, falls ich doch irgendwas in die Tonne kloppe, aufribbel, irgendwas gar nicht so wird, wie ich es mir vorgestellt habe, dann lasse ich euch, glaube ich, daran teilhaben und wie gesagt, Wünsche, Anregungen gerne in die Kommentarbox und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Tschüss! Au.